Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, liebe Mülheimerinnen und Mülheimer, am kommenden Sonntag feiern wir den ersten Advent und damit den Beginn eines neuen Kirchenjahrs. Stadtdechant Michael Janssen und ich, Superintendent Gerald Hillebrand, grüßen Sie zum Beginn dieses neuen Kirchenjahrs ganz herzlich hier aus der Marienkirche auf dem Mülheimer Kirchenhügel. Die Advents- und Weihnachtszeit, das ist uns allen sehr bewusst, wird in diesem Jahr anders sein als sonst. So können auch wir das neue Kirchenjahr nicht mit einem Neujahrsempfang beginnen, bei dem wir Gäste begrüßen und uns gemeinsam auf das neue Kirchenjahr einstimmen. Der Adventsmarkt in der Altstadt, hier oben auf dem Kirchenhügel, wird in diesem Jahr ausfallen müssen und auch viele Feiern in unseren Gemeindehäusern können nicht stattfinden. Gottesdienste und Andachten sind zum Glück noch möglich, aber mit weit weniger Teilnehmenden, als wir das gewöhnt sind. Alles ist anders und was für die Kirche gilt, das gilt natürlich auch für Sie alle in Ihrem privaten Umfeld, in der Familie und im Freundeskreis. Aber auch wenn alles um uns herum in diesem Jahr anders ist, eines ändert sich nicht. Und das ist die Botschaft dieser Advents- und Weihnachtszeit. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das gilt auch in diesem Jahr. Vielleicht ganz besonders, wo viele Menschen Dunkelheit noch bedrückender als sonst empfinden, wenn sie allein in ihrer Wohnung sitzen oder in ihrem Apartment im Altenheim und nur wenige oder gar keine Besucher empfangen dürfen. Schwierige Momente. Momente, in denen man sich sehr schnell verlassen und einsam fühlt. Aber auch hier gilt die frohe Botschaft des Advent: Mache dich auf, werde Licht. Lass dich nicht von der Dunkelheit umhüllen. Sieh die Hoffnung, die mit Jesus Christus, auf dessen Geburt wir uns jetzt vorbereiten, in die Welt gekommen ist. Dadurch wird sicherlich an den Äußerlichkeiten sich kaum etwas ändern. Aber unsere Einstellung kann sich ändern. Wir können hoffnungsvoll in diese Zeit gehen. Und wir dürfen auch unter den anderen Umständen dieses Jahres den Advent und das Weihnachtsfest miteinander feiern. Auch das allererste Weihnachtsfest war nicht so, wie wir es zu feiern gewöhnt sind. Auch da war alles ganz anders. Und trotzdem haben auch damals Menschen die Botschaft gehört, haben sie mitgenommen in ihre Herzen und ihre Häuser und sind darüber froh geworden. Dieses Licht der Hoffnung, das leuchtet auch in diesem Jahr im Advent auf. Alle Jahre wieder. Was treibt uns Menschen in diesen Tagen wieder so um? Was bewegt uns auch in diesem Jahr, vielleicht gerade in diesem Jahr, Weihnachten feiern zu können? Die christliche Antwort ist eine Geburtsanzeige. Eine Geburtsanzeige, die so alt ist, wie sie jung ist, so traditionsbefrachtet, wie sie modern ist. Ja, sie ist unsterblich. Diese Geburtsanzeige hat vor über 2000 Jahren der Evangelist Lukas aufgegeben. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Gott wird Mensch. Gott gibt uns in Jesus Christus ein menschliches Gesicht. Hier kommt das wahre Menschsein zum Ausdruck. Und gerade in dieser Corona-Pandemie merken wir doch, wie sich Ungezählte danach sehnen, nach einem menschlichen Gesicht, nach einem menschlichen Gegenüber, nach einer menschlichen Begegnung, nach einer menschlichen herzlichen Umarmung, nach einem menschlichen Händedruck. Es geht um das wahre Menschsein. Sorgen wir dafür, dass die Menschwerdung unseres Gottes in Jesus Christus immer wieder auch durch uns geschieht, durch uns immer wieder neu geschieht,
tagtäglich. Wie viele Menschen wollten und wollen auf dieser Erde im Laufe der Geschichte sein wie Gott? Nur einer, der wollte Mensch werden. In diesem Sinne wünschen wir beide Ihnen trotz aller widrigen Umstände eine gute, eine gesegnete und erfüllte Advents- und Weihnachtszeit mit den Menschen, mit denen Sie gerne zusammen sind, getragen von der Hoffnung, dass Gott als Mensch an unserer Seite steht.